Servus zusammen und recht herzlich willkommen mal wieder auf der Galgenberg. Und ihr seht es, es ist November und es gibt einfach noch so viel zu tun eigentlich. 16.14 Uhr, es wird langsam dunkel und ich habe hier den Klaas vor das Güllefass gespannt, weil ich will noch ein Feld düngen. Und zwar habe ich jetzt in der letzten Folge ein bisschen, beziehungsweise zwischen den Folgen, so ist es eigentlich richtig, habe ich schon mal ein bisschen wieder an den Feldern gearbeitet und ich zeige euch gleich, was das Ergebnis ist. Und zwar habe ich an unserem Maishäckselfeld, an dem schönen großen, habe ich ein bisschen jetzt die Feldränder korrigiert. Und an dem Feld, wo ich ja so ein bisschen am Zweifeln war, sollen wir das noch behalten, sollen wir es nicht behalten, habe ich mich jetzt dann doch dazu entschlossen, weil es doch so einen guten Ertragswert hat, es zu behalten. Und deswegen wird es jetzt auch gedüngt, vorgedüngt mit Gülle. Und dort habe ich dann jetzt wirklich die Feldränder entsprechend korrigiert, das Feld ein kleines bisschen kleiner gemacht. Aber na, an Feldern soll es uns ja nicht mangeln. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Da hinten ist ja der Kollege. Also hier sieht man es, ich habe da ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier schon Gras auch wieder rangemacht und jetzt haben wir wieder ordentliche Feldränder. Und habe das Ganze dann auch ein bisschen gerade begradigt, natürlich mit einem Flug, der uns hier natürlich die Möglichkeit ergibt, auch das Feld, neue Felder anzulegen. So, wir stechen hier mal rein. Sudele. Und dann werden wir ihm hier wieder ein bisschen Material geben. Denn Gülle und vor allem Gärreste haben wir ja jede Menge und das Material muss ja auch weg. So, jetzt müsste er sich, genau, wollte ich doch sagen, er müsste sich jetzt hier melden. Dann werden wir hier das Feld soweit noch ein bisschen vordüngen mit dieser Ladung und den Klaas, den bringen wir dann hoch zu unserem anderen Hof, denn dort müssen wir auf jeden Fall uns noch um unsere Hühner kümmern und dann sind wir eigentlich, denke ich, für diesen Monat durch, werden in den nächsten gehen und da ist mein Plan, dass wir uns dann einen Liebherr oder irgendwas mieten, um dann eben die Silage in die BGA zu bringen, weil das heißt, da müssen wir uns dann wirklich mal drum kümmern, dass wir hier die entsprechende... So, jetzt herunterlassen und los geht's. Dass wir hier... Ja, die Silage, die in den Bunker, die ist über 250.000 Liter. Die müssen wir dann endlich verarbeiten und zu Geld machen. Und wir haben auch noch jede Menge Ballen dann, die wir entsprechend verarbeiten können. So, jetzt schauen wir mal, dass wir den da vorne noch hinkriegen. Und dann lassen wir den Helfer hoffentlich den Rest der Arbeit machen. Aber ihr seht es, wie gesagt, das Feld habe ich jetzt hier ein bisschen bearbeitet, begradigt, ein bisschen gemalt. Und jetzt sollte es wieder passen, dass man zumindest auf jeden Fall vernünftig hier auf dem Feld arbeiten kann. Führe die nächste Aussaat. Und da müssen wir uns dann auch Gedanken machen. Aber das alles erst im nächsten Jahr, im März, wenn es dann wieder in die Aussaat geht. Ich lasse es dann erstmal gut sein mit der Feldarbeit. So. Und dann soll er hier einfach mal ein bisschen langtigern. Sehr schön. Wobei wir könnten dann noch mal ganz kurz... ich glaube, es war noch ein bisschen Material drin hier. Dann machen wir nämlich das Fass leer. Sehr schön. Ups. Okay. Ja, es wird dunkel. Und dann das letzte hier noch rüberladen. Ich habe dann hier auch einen kleinen Weg gebastelt hier an der Stelle, damit wir da zum Beispiel auch Platz haben für unser Schneidwerkwagen, wenn wir hier dann zur Ernte gehen. So. Dann wieder mal zurück zum Warrior und weiter geht's mit Düngen, Gülle ausbringen. Ja, ich überlege gerade, ich glaube, wir werden den jetzt mal so hoch schicken. Das müsste doch hoffentlich klappen. Letztendlich ist das ja alles nur eine Düngestufe bzw. eine Vorbereitung.
damit auf jeden Fall schon mal ein bisschen Dünger draußen ist. Aber es ist ja schließlich da, das Material, Gülle und Gärreste. Und so haben wir es wenigstens dann auch ausgebracht, haben ein bisschen die Düngestufe bzw. den Stickstoff, den Anteil an Stickstoff ein bisschen schon mal erhöht. So, damit fahren wir jetzt zurück zum Hof und dann mal zu unseren Hühnchen. Denn die wollen auf jeden Fall auch noch in den nächsten Monat mit Futter kommen und Eier produzieren. Ja, die Produktionen, die laufen auch alle. Da muss man immer ein Auge drauf werfen. Also es ist mittlerweile hier sehr, sehr kleinteilig hier auf der Galgenberg. Wir haben hier jede Menge Zeug am Start und da muss man immer wieder ein Auge drauf werfen, ob auch die Materialien da sind. Wir werden natürlich schon ein bisschen versuchen, hier auf der Konsole das Ganze so weit zu automatisieren, wie es eben nur geht. So, die Felder hier sind bereits angesät. Und natürlich gibt es ja noch jede Menge weitere Felder, auf die ich ein Auge geworfen habe, mit denen wir dann arbeiten können. Aber wie gesagt, Gemach, Gemach. Wir müssen jetzt erstmal durch den Winter kommen. Und ich überlege gerade, wo stellen wir jetzt dieses Fass wieder hin? Wo haben wir denn jetzt vernünftig Platz für dieses Fass? So, das ist jetzt genau der Punkt, wo wir eigentlich eine Durchfahrhalle bräuchten. Der Drehschemel ist ja immer so eine Sache. Genauso wie ich mir ja auch Gedanken gemacht habe bezüglich, ja, wenn wir später hier mit dem Frontlader arbeiten wollen, beziehungsweise, wie heißt denn das Gerät eigentlich? Augenblick, was wollen wir kaufen? Was wollen wir nächsten? Dann Radlader. Ein Radlader, wobei kaufen ist relativ. Ich denke, wir werden den mieten und dann werden wir auf jeden Fall das Ganze hier mit dem Radlader verarbeiten. So. Ich habe zwar da vorne irgendwo eine Fräse, mit der ich das normalerweise mache. Ich fräse dann die Silage rüber in den Anhänger und bringe das dann zur BGA. Aber ich glaube, diesmal können wir hier mal ein bisschen mehr Handwerk machen. Und das heißt hier ein Radlader mieten, dann entsprechende Gabel. Da gibt es eine, glaube ich, die hat 8000 Liter. Und dann können wir damit ein bisschen arbeiten. Und dann werden wir sozusagen uns das Geld auch wieder erwirtschaften, richtig erarbeiten. Im Schweiße unseres Angesichts. Hier auf der wunderschönen Galgenberg. So. Ich glaube, soweit ist frei. Ja, und ich brettere immer hier durch die Zone 30. Man möge es mir nachsehen. Und dann haben wir auf jeden Fall den nächsten... Ah, Helfer ist... Oh, gut, jetzt wäre ich beinahe hier gegen das falsch geparkte Auto gefahren. Im nächsten oder übernächsten Monat werden wir auf jeden Fall mal hier groß verkaufen müssen. Ich muss gerade mal schauen, was wir hier eigentlich im Silo haben. So, wie sieht es eigentlich da aus? Miste ist da. Das können wir dann nächsten Monat abholen für die Verteilung. So... Jetzt haben wir vorne ein Gewicht, genau. Das stellen wir dann hier rein. Und abhängen. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier nicht dran hängen bleiben. Und ich glaube, den Frontlader haben wir ja mit einer Schaufel ausgestattet. Sehr schön. Ja, dann können wir nämlich hier auf jeden Fall nochmal eine Fuhre. Es müsste ja was hier im Silo sein, wenn ich richtig weiß. Es müsste was im Silo sein. Befüllung. Oh ja, viel ist es nicht mehr. Wie sieht es mit Mais aus? Mais. Ja, da sind wir gerade die falsche Richtung, oder? Hä? Jetzt hier haben wir Mais, aber ist auch nicht allzu viel. Oh ja, da müssen wir auf jeden Fall dann Material herbringen. So müsste das eigentlich passen. Wir schauen mal. Nicht, dass da vor der Schaufel jetzt was liegt. Nee, das passt so. Okay. Dann machen wir noch die restliche Gerste, war es, glaube ich, rein. Und dann müssten sie auf jeden Fall über den Winter kommen. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal schauen, was wir in dem anderen Lager haben. Kartoffeln, nee, in die Richtung müssen wir, glaube ich.
So, Weizen, ja. Weizen haben wir noch ein bisschen. Ja, es ist nicht viel. Da waren wir wohl ein bisschen knausrig. Wir können natürlich auf jeden Fall auch mal ein Big Bag kaufen mit... So, das war's schon. Mit Hühnerfutter. Das ist natürlich auch eine Option. Das ist immer der Notfallplan. Wir schauen jetzt aber mal kurz ins Silo, beziehungsweise wo haben wir was? Okay, Weizengerste ist jede Menge da. Da können wir auf jeden Fall was rüberbringen. Raps haben wir auch noch etwas. So, Mais sollte auch nicht das Problem sein. Kartoffeln haben wir jede Menge für unsere Schweine. Da müssen wir mal schauen, ob wir die verkaufen. Also Soja haben wir jede Menge zum Verkaufen. Bester Monat. Oh ja, erst im Juni, Juli. Okay. So, Weizen können wir auf jeden Fall auch verkaufen. Da können wir im Dezember, im Januar einen guten Schnitt machen. Und ansonsten, ja, die Kartoffeln, auch da werden wir auf jeden Fall uns von einigen trennen, weil wir ja mittlerweile die Schweine meines Wissens mit Zuckerrüben ja füttern. Okay, haben wir sonst noch was in übermäßiger Menge? Stroh brauchen wir. Okay, okay, okay. So, Mist und Gülle. Wird hier sonst noch was angezeigt? Roggen haben wir ja noch zum Verkaufen. Okay, also das heißt, auch im Dezember, wir können ein bisschen was wegbringen, abstoßen, ein bisschen Geld machen. Die anderen Produktionen laufen ja soweit. So, dann würde ich sagen, den stellen wir mal kurz hier rein. Dann ist er verräumt. Ah, und wir kommen gerade so raus. Dann schauen wir mal, wo der andere Kollege ist. Ist das der Schatten oder was ist das? Das müsste doch der Schatten sein, oder? 60 Gramm, 70. Ja, ja, das ist doch der Schatten, oder? Okay, das sieht soweit gut aus. Ich denke, soweit ist hier gedüngt. Wir können natürlich auch nochmal in die Übersichtskarte gucken. Ja, ist sowieso nicht mehr viel drin. Wir schauen aber mal ganz kurz in die Übersichtskarte für dieses Feld. Ja, sieht ja auch gut aus hier. 99%, wunderbar. Hier drüben müssen wir natürlich noch ein bisschen was machen, aber da wird sich das alles erst im nächsten Monat geben. Wir sind bei 11% plus, also das heißt, ja klar, hier dieses Feld, da muss erstmal abgeerntet werden, damit es erkannt wird, dass wir gedüngt haben. Hier ist auch soweit. Da muss ich sowieso mir überlegen, ob wir das Feld wirklich behalten oder wie wir damit umgehen. Ist schon ein bisschen schwieriges Grasfeld. Da wäre vielleicht so hier die 40 oder die 25 vielleicht eventuell interessanter, weil dann würden wir nämlich hier lang fahren und das ist natürlich eine geringere Steigung. Da kommen wir besser hin. Müssen wir uns mal Gedanken machen. So, was wollte ich noch schauen? Hier genau in den pH-Wert, nicht in den Stickstoffwert. Ja, ja, okay. Am Rand haben wir natürlich nicht, das passt schon. Aber hier haben wir im Prinzip erstmal alles vorgedüngt. Das ist soweit okay. Wir machen mal hier ein bisschen Licht ans Fahrrad, dann geht's los. Dann bringen wir den Kollegen zum Hof und dann springen wir. Dann springen wir mal in den nächsten Monat und dann schauen wir mal, was uns denn letztendlich ein Frontlader, jetzt habe ich es wieder vergessen. Heidenei. Ein Radlader, was uns ein Radlader dann kostet. Und wir schauen, ob wir dann schon mal beginnen können, mal langsam mit der BGA-Produktion, weil das wird ja das Hauptsächliche sein. Natürlich wie immer jede Menge Micromanagement auf einer Map vom guten Yogi. Und der geht ja jetzt auch gerade in das Let's Test für seine Oberschwaben. Also da geht es jetzt los. Und das heißt, mit Sicherheit in den nächsten Wochen, ich betone nochmal, ihr wisst, der Yogi legt immer Wert darauf, dass das natürlich alles immer eine Frage ist, wie sich das entwickelt, ob es noch was zu tun gibt und dann natürlich auch am Ende, ob Giants die Karte soweit freigibt und wann die freigibt, das liegt dann nicht in seinen Händen, sondern natürlich an Giants. Also, deswegen meine ich mit Wochen, nicht in 14 Tagen, sondern das können schon noch 6 bis 8 Wochen werden, aber wir sind mal gespannt, wann dann seine neue Map, die Oberschwaben, kommt. Und mit seiner Map meine ich natürlich das Team um ihn herum, denn er hat ja kräftige Unterstützung auch bei den Gebäuden und bei den entsprechenden Mods und so weiter. So, und da sind ja wieder jede Menge spannende Features eingebaut. Nicht nur sein Hofladen, der Spezialhofladen, sage ich mal, mit Öffnungszeiten, sondern auch die Sache mit den Ballen und Ähnlichem. Ja, da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Und auch sein Kühlhaus ist sehr, sehr interessant. Okay, ah, das Licht noch ausmachen. Äh,
Heide neu. So. Blinker, jetzt haben wir's. Aber manchmal ist man aber auch wie vernorgelt. So, weiter geht's. Wir gehen jetzt rüber, gehen in den nächsten Monat und dann wird es hoffentlich auch ein bisschen heller. Im Dezember, man müsste mal reinschauen, wird es schneien? Wir werden es sehen. So, 8 Uhr. Ich sag mal, 9 Uhr reicht völlig. Und dann werden wir, wie gesagt, auch wieder ein bisschen was zu tun haben auf dem Hof. Die Klassiker natürlich. Mist wegbringen. Natürlich alles auffüllen. Oje, oje, oje. So große Nachfrage bei Apfelresteverkauf. Ja gut, unsere Apfelreste gehen ja alle hier rein. Ah, ich weiß gar nicht, zeigt er das an? Die gehen ja hier rein, nämlich für unsere Schweinefutterproduktion. Hier fehlt auch so ein Trigger, ne? Ah, hier haben wir es. Oh, 97.000. Ja, da können wir natürlich auch gleich mal was verkaufen. Das wäre natürlich auch eine Option. Wir schauen mal, was das Ganze bringt. Aber erstmal kurz reinschauen. Gibt es was Interessantes? Nein, da ist diese Futteraufnahme, die wir schon haben. Genau. Die werden wir heute nicht benutzen. So, also da gibt es jetzt insofern erstmal nichts Interessantes. Dann schauen wir mal. Fangen wir oben an. Also, soweit geht es den Tieren gut. Strohfutter ist drin. Den Hühnern geht es soweit auch gut. Das passt soweit. So, die Schweinchen. Da habe ich ein paar verkauft, damit der Stall endlich ja ein bisschen leerer wird. Und dass wir dann eher die großen Pakete haben. Auch denen geht es Wunderbärchen. Auch den im Jungtierkuhstall, was ja bei uns leider keine Jungtiere sind, passt. Und auch die Tiere, ja gut, die müssen noch bei Gelegenheit gefüttert werden, aber ist soweit okay. Wasser müssen wir aufpassen bei denen. Wasser passt soweit. Okay, hervorragend. Gibt es eine Produktion? Ist klar, die läuft natürlich leer. So, die Mühle, da haben wir nichts. Die Heutrocknung brauchen wir im Moment nicht anwerfen, denn wir haben genügend Heu noch in Reserve. Ja, Milch müssen wir natürlich dann rüberbringen. Okay, hier läuft auch alles soweit. Ja, Wasser, Mist ist überall genug. Hervorragend. So, hier müssen wir natürlich den Mist nachwerfen und das machen wir dann auch gleich. So, hier scheint auch alles genügend da zu sein. Hier sind wir auch im grünen Bereich. Hier werden wir jetzt gleich hoffentlich loslegen. So, Mist ist drin, das lassen wir schon mal laufen. Zuckerrüben sind drin, auch das lassen wir laufen. Okay. Ja, Mischration und Schweinefutter. Also jede Menge Material ist da. Das passt soweit. Und im Zentrallager. Ich habe da in der Zwischenzeit mal Mehl verkauft. Auch da haben wir genügend Platz für alles. Käse 13.000, Butter 9.000. Also da können wir dann auch loslegen. Okay, also wir werden jetzt Folgendes machen. Wir schnappen uns hier den Lindner. Dann gehen wir mal spaßeshalber Apfeltreste verkaufen. Jetzt muss ich aber gerade nochmal schauen, wo war jetzt nochmal die große Nachfrage? Es gibt ja eigentlich, glaube ich, nur eine Position, wo die verkauft wird. Und dann schauen wir mal, was wir da kriegen würden. So. Apfeltreste 97.000. Und große Nachfrage für Apfeltreste ist natürlich der Apfeltresteverkauf. 2.000 für den Liter, das sind dann 16.000. So, kommen wir hier rum. Wir kommen unbeschadet rum, weil das ist dann da oben, so viel ich weiß. Ja, das ist die einzige Position, wo man das verkaufen kann. Sehr schön. Ja, da könnte man wieder so einen schönen kleinen Kreislauf machen, weil wenn wir dann vorne wieder runterfahren, können wir den Mist holen und ins Lager bringen, in die Verteilerstation und anschließend wieder Apfeltreste. Aber ich denke, das wird auch noch ein kleines bisschen so laufen. Wir schauen dann auch gleich mal, wie weit unsere Silage ist, weil wir kommen natürlich dann an einem Bunker vorbei und der wird uns dann mit Sicherheit sagen, wie es denn aussieht.
So, hier müssen wir rechts. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, wie haben wir den Strautmann eingestellt? Wie haben wir ihn eingestellt? Wir kippen nach links ab. Jetzt muss ich mal schauen, ist es hier? Nee, das ist Zuckerrüben. Das müsste Apfeltreste sein. Na, komm, komm, komm. Ja, okay. Ah, ja, okay. Ah, okay, da ist der Trigger. Dann schauen wir mal. Oh ja, da geht der Zähler aber flott nach oben. Plus natürlich Umweltbonus, 11%. So, 16.000 und 1.700 Umweltbonus. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier Apfeltreste zu verkaufen. Das heißt, da werden wir uns dann auf jeden Fall noch den großen Anhänger schnappen. Jetzt fahren wir erstmal runter, holen ein bisschen Mist für unseren Verteiler. Ja, es ist so richtig schön dunkel hier, 9 Uhr. Wetter bleibt soweit gut, kein Schnee angezeigt. So, wir fahren wohl am besten eine 8. Aber wenn wir hier schon sind, schauen wir mal ganz kurz rein. Wie weit ist denn unsere Silage? Ah, 92%, da brauchen wir noch ein kleines bisschen, aber wir können dann auf jeden Fall schon mal unseren Liebherr oder Klaas, ich weiß gar nicht, was jetzt gerade im Moment im Angebot ist. Sodele. Also, einmal hier. Ah, das bringt nicht allzu viel. Wir haben natürlich am anderen Hof noch jede Menge Mist. So, weil den Mist brauchen wir natürlich für unsere Apfelplantagen und diverse Gewächshäuser. Ja, da werden wir jetzt im Dezember jede Menge wieder so kleinteilig arbeiten, aber vor allen Dingen überwiegend das Thema BGA zum Laufen bringen. Und dann werden wir auch natürlich Gülle abholen und die Gülle in die BGA bringen. Und dann schauen wir mal mit den Gärresten. Ich muss mal gerade schauen, die Gärreste. Haben wir die letztens schon verkauft? Die bringen zwar nicht viel, aber die kann man verkaufen. Also falsch, wir müssen in die Produktion. Zentrallager, Futter. Ne, wir müssen bergauf. Hier sind wir. Ah, 434.000. Auch das wäre natürlich zu überlegen, abzustoßen, auch wenn es dafür nur 1,80 Euro gibt. Aber ist auch letztendlich Geld. Und Kleinvieh, ihr wisst es, macht ja bekanntlich auch Mist. Okay, wir könnten natürlich auch die Kartoffeln hier reinwerfen. Bringt uns das mehr, als würden wir die verkaufen? Das wäre natürlich auch eine Option. Das wäre auch zu überlegen. Aber ich glaube, mit Silage ist die BGA dann mehr als ausgebucht bzw. verbucht. Yep, wir haben auf Verkauf eingestellt. Sehr schön. Okay, wir lassen den mal hier stehen und werden jetzt erstmal zu Ende der Folge mal schauen, mit welchem Gerät wir hier arbeiten wollen. Radlager, Lader. So, der würde uns kosten 9.200 und pro Arbeitstag 1.800. Wir dürfen nicht vergessen, den werden wir bestimmt 2 Monate brauchen. Was waren das nochmal? 9.000. Okay, wenn wir den hier nehmen, dann sind es 12.000, 3.000. Aber wenn ich dran denke, was wir hier alles machen. Auf der anderen Seite 224 PS. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, nicht, dass der mit 167... So, der wird ja auch 12.000 kosten. Das ist dann Krupsby gesprungen. Allerdings haben wir hier jede Menge Möglichkeiten. Ja, aber brauchen wir das? So... Weil wir werden natürlich dann hier dieses Teilchen dranhängen. Also das hier können wir auf jeden Fall mal mieten. Ja. Ich glaube, wir fahren auf der sicheren Seite, wenn wir hier gleich den etwas besseren nehmen. Breitreifen. Ab die Post. So. Ja, ich weiß. So, jetzt hätte ich beinahe das Gerätchen hier noch gekauft. Dann schauen wir mal, wo er ist. Ja, da steht er doch, das gute Stück. Da steht er doch. So, dann machen wir gleich mal. Zack.
Oh ja, der hört sich nach PS an. Der hört sich nach PS an. So. Ja, stopp. Wir brauchen ein schönes Thumbnail. Obwohl, ich überlege gerade, wenn wir so drin sind. Jo, wunderbar. Sehr schön. Zack, zack. Und damit fahren wir jetzt mal zum Hof. Rundum kein Leuchter an. Ja, diese Knicklenkung ist natürlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Aber das haben diese Radlader alle, diese Knicklenkung. So, Freunde. Ups. Entschuldigung. Sehr schön. Ups. Über den Bordstein. Eieieiei, da müssen wir noch ein bisschen Fahrtraining machen, habe ich so den Eindruck. Aber das wird schon. Also, wie gesagt, Freunde, das soll es für die Folge gewesen sein. Das ist wieder mal die Galgenberg. Und ihr seht, wir haben jede Menge zu tun, obwohl wir erst oder das Jahr noch nicht mal abgeschlossen haben. Jede Menge kleinteilige Arbeit hier auf dem Hof und Umgebung. Jetzt sind wir erstmal, was die Felder sind, soweit durch. Aber wir werden jetzt hier richtig Kohle machen, nämlich mit der Silage. Ich denke, da sind über 300.000 Liter, die uns hier hoffentlich zu einem reichen Mann werden lassen, damit wir dann natürlich in die nächste Saison, ins nächste Jahr dann einsteigen können, wieder mit vielen, vielen Barmitteln, um wieder investieren zu können in Geräte, in Felder und Ähnliches natürlich. Müssen wir mal schauen, was hier noch alles ansteht. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.